Das ist natürlich schön, man ist hinter der Bühne und der Puls steigt und dann darf man rausgehen und dann kommt der Applaus und dann läuft es von allein. Das ist wunderbar. Wenn es fertig ist, ist man hinter der Bühne und dann muss man sich so in den Arm klüben, um zu schauen, ist das jetzt wahr gewesen? Ja, ich merke schon, dass es ein bisschen ein Heimspiel ist. Als Bündner hier in Arosa darf man, glaube ich, schon ein bisschen von einem Heimspiel reden. Ja. Am meisten Respekt, ja, wie immer, dass man etwas verhaspelt oder etwas vergisst. Das ist bei jedem Auftritt, egal ob Fernsehen oder ein kleines Theater. Nein, überrascht bin ich nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas mache. Aber was faszinierend ist, da oben auf dieser Höhe mit dem Zelt und dann, wenn man rausgeht, ist man plötzlich in der Bergwelt. Das ist schon ein bisschen märchenhaft. Ja, es sind zum Teil natürlich die guten Künstler. Aber ich denke auch, die Umgebung, Schnee, Zelt, ist etwas Besonderes. Zauberhaft.